Im Laufe der Zeit erntet jedes Leben ein wenig vom Guten und Bösen, die der menschlichen Natur zu eigen sind. Aber die Natur ist launisch. Dies ist die Chronik eines Zeitalters, in dem das natürliche Gleichgewicht gestört wurde. Männer gaben sich der Vergessenheit hin und das Böse wurde entfesselt. Kluge Männer wollten die Unschuldigen schützen und versteckten das Buch. Daher blieben diese Kapitel jahrhundertelang verborgen. Aber die Geschichte muss erzählt werden. Jetzt, da die erste Seite aufgeschlagen wird, breitet sich das bösartige Geschwür erneut aus. Zuerst erlosch das Licht, als die Finsternis die Konturen eines unredlichen Mannes umhüllte. Die Seelen, die seiner Macht noch nicht erlegen waren, widersetzten sich, bis sie zerbrachen. Sein ausgemergelter Körper bot Zeugnis des Leides, das er erlitten hatte. Selbst sein Blut geronn, als es durch seine hohlen Venen schoss und sein leeres Herz versorgte. Aber sein Herzschlag blieb stark und gleichmäßig, auch als sich seine Hände um den Hals seines Weibes legten. Langsam sog er das Leben aus ihrem zerbrechlichen Körper. Sie hatte es gewagt, Zuwendung zu erflehen. Und nach Jahren eisiger Gleichgültigkeit wandte sie sich jemandem zu, von dem sie dachte, er könne sie retten. Nemesis war ihres Ehemannes verhasster Feind. Sie wurden ein Liebespaar. Tragischerweise wurde Silver Zeuge ihrer Untreue, wodurch ihr beider Schicksal besiegelt war. Silver hatte die Qual seiner Frau genossen, wusste er doch, dass Nemesis Rache üben würde. Er wurde nicht enttäuscht. Die Seele des Nemesis war voller Rache und er plante Silvers Tod. Aber schließlich war es Ruben, ein gefeierter Künstler, der es Nemesis ermöglichte, Rache zu nehmen. Er organisierte eine Ausstellung, die Silvers Leben zeigte. Die Eitelkeit seines Rivalen garantierte, dass er bei der Eröffnung anwesend sein würde. Ruben bemalte Leinwand um Leinwand, bis nur noch ein Bild fehlte, um seine abscheuliche Biografie zu vervollständigen. Nemesis. So, das war also das wunderbare Intro und damit sage ich mal herzlich willkommen bei Let's Play Silver. Ein uraltes Spiel aus dem Jahre 1999 von der Firma Infogrames United Kingdom Ltd. Blablabla. Steht eh alles da unten im Kleingedruckten, was sowieso keiner liest. Die Firma, die wurde irgendwann umbenannt in Atari SA. Die ist mit der Zeit dann auch pleite gegangen, haben Insolvenz angemeldet und 2013 hat die Firma Nordic Games sich sämtliche Rechte an der Marke von Silver gesichert. Warum weiß kein Mensch, bis heute kam von denen nix, aber vielleicht bringen die ja doch nochmal was raus in der Richtung. Okay, Silver ist auf jeden Fall eines der ersten Projekte gewesen, was ich quasi angefangen habe mit diesen Let's Play-Geschichten. Ich habe es aber nie fertig gespielt. Ich habe es relativ früh abgebrochen, weil Bild- und Tonqualität einfach scheiße war und das Spiel war total verbuggt.
Und inzwischen gibt es auf GOG.com eine Version von Silver, die für Windows 7 und ich glaube sogar für Windows 10 angepasst wurde. Oder nur Windows 7 und Windows 8, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ich habe hier ein paar Testspeicherstände gehabt. Da ist momentan nur einer übrig, weil die erste Aufnahmesession total schief gegangen ist. Und bei den Testständen habe ich außerdem aus Versehen das Spiel beinahe durchgespielt. Es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Da denkst du dir halt an der Stelle, ja, spielst du da noch kurz weiter und hier noch ein bisschen, ach und das Kapitel noch und da noch. Und Mensch, wie war denn das Rätsel nochmal und urplötzlich hätte ich es beinahe durchgehabt. Egal, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Diesmal mit Aufnahme, hätte ich eigentlich gleich machen können. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, gute Unterhaltung und wir legen los. Ruhe, Lord Fuge hat euch etwas mitzuteilen. Es wird verfügt, dass alle Frauen in gebärfähigem Alter zu eurem Herrscher Silver gebracht werden, damit er sich unter ihnen ein neues Weib auswählen kann. Jedermann, der sich diesem Befehl widersetzt, wird des Verrats angeklagt und mit dem Tode bestraft. Ihr missbraucht eure Macht. Ihr verstoßt gegen unsere Rechte. Welche Rechte? Ihr seid die Untertanen des Herrschers und er tut, was ihm gefällt. Wachen, treibt die Frauen zusammen! Nein, nicht sie! Nicht Camille! Bleibt ruhig, William. Unsere Zeit wird kommen. Ich nehme an, niemand hat etwas einzuwenden. Ich habe euer Jammern jetzt lange genug ertragen. Wachen, ihr kennt eure Befehle. Bringt die Frauen auf die Galeone, sofort! Lasst uns die Umgebung absuchen, um sicherzugehen, dass niemand sich seiner Pflicht und Schuldigkeit entzieht. Wirklich sehr nett, der Kerl. Den habe ich anfangs übrigens immer Fuge gelesen. Tatsächlich heißt der Bursche Fuge. Und da haben wir unseren Hauptprotagonisten, in dessen Rolle wir schlüpfen dürfen, der gerade von einem kleinen Spaziergang zurückkommt. Du bist spät dran, wir müssen trainieren. Du musst trainieren. Hast du es so eilig, besiegt zu werden, Großvater? Ja, leider werde ich ständig enttäuscht, aber wenigstens besitzt mein Schüler ein gesundes Selbstbewusstsein. Jetzt geh ins Haus und hol dein Schwert. Imponiere mir mit deinen Kampfkünsten. Ja, das machen wir natürlich gerne. Man hat es vielleicht schon gehört, aber der David wird vom deutschen Synchronsprecher des Schauspielers Nicolas Cage gesprochen. Das war, glaube ich, Martin Keisler. Und es war nicht nur Nicolas Cage und dessen Synchronsprecher an Bord, auch die Meg Ryan war mit an Bord. Die hat, glaube ich, die Jennifer gesprochen. Die lernen wir jetzt gleich kennen. Ich habe gar nicht bemerkt, dass du schon aufgestanden bist. Ich wollte mit Großvater trainieren. Du hast so friedlich ausgesehen, da wollte ich dich nicht wecken. Hast du schon etwas gegessen? Du musst bei Kräften bleiben, wenn du ihm überlegen sein willst. Das werde ich. Natürlich, noch nicht gefrühstückt, aber Hauptsache erstmal spazieren gehen. Kann ich den Apfel essen? Den kann ich nicht essen. Ne? So, zu unserem kleinen Menü kann ich mal ganz kurz erklären. Wir haben hier verschiedene Kategorien. Das hier ist Nahrung. Da haben wir momentan nur einen Apfel, da gibt es aber später noch mehr. Damit füllen wir unsere Lebenspunkte wieder auf. Das wären in dem Fall die weißen Punkte über unserem Profilbild, 96 von 96. Das blaue drunter, das sind Magiepunkte. Und dann haben wir hier verschiedene Kategorien. Hier das hier zum Beispiel, das sind Fernkampfwaffen, wie Pfeil und Bogen, haben wir momentan nichts. Hier magische Objekte, da haben wir auch nichts. Das ist unser Rucksack, da sammeln wir Schlüssel und Zaubertränke und Klump und Scheiß. Und hier haben wir nochmal eine Übersicht über unser komplettes Inventar, inklusive Level, Trefferpunkte, Konstitution und so weiter und so fort. Diese ganzen Werte, die steigen mit der Zeit auch, aber wir können die nicht aktiv beeinflussen. Und ich stelle gerade fest, ich kann nicht sehen, wie viel Gold wir hier haben, weil die FPS-Anzeige von Fraps genau drüber liegt. Das ist dezent dämlich. Okay, pass auf. Wir holen uns erstmal Schild und Schwert, genau. Einmal, zweimal, dann können wir mit der Jennifer nochmal quatschen. Hübsch hat das hier eingerichtet, muss man ja mal sagen. Viel Glück beim Training. Danke, aber ich bin sicher, diesmal werde ich ihn schlagen. Ja. Davon bin ich überzeugt. Ja, definitiv. Ich bitte es übrigens zu verzeihen, in diesem Spiel wird es noch zu einigen Grafikfehlern und Spielfehlern kommen. Es ist einfach halt schon so uralt, von dem her. Naja,
Jetzt können wir anfangen. Halte dein Schwert griffbereit und lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Wir beginnen mit ein paar einfachen Übungen, die dir den Einstieg in den Kampf erleichtern werden. Und jetzt du. So, das Kampfsystem ist erstaunlich einfach gestaltet. Wir können einen normalen Schlag ausführen, indem wir die STG-Taste gedrückt halten und dann die linke Maustaste in irgendeine Richtung drücken. Sehr schön. So. Ich sehe, du bist größeren Herausforderungen gewachsen. Als nächstes probieren wir den Ausfall. Wenn du diesen Hieb richtig ausführst, ist er tödlich. Einen Ausfall. Ist das gleiche Spiel wieder, nur dass wir jetzt zusätzlich zum Mausklick die Maus noch nach oben bewegen müssen. Gut. Ein kraftvoller Schlag. Du lernst schnell. Also gut, ein Schlag erfordert etwas mehr Fingerspitzengefühl als ein Ausfall, aber weniger Genauigkeit. Stell dich fest hin und schlag mit einem schnellen Hieb scharf nach rechts. Ungefähr so. Wenn ich den schlagen dürfte, dann gern. Sehr elegant. Ich hoffe, deine Gegner wissen deine artistischen Fähigkeiten zu schätzen. Sie werden keine Wahl haben, denn es wird das Letzte sein, was sie jemals sehen werden. Du musst immer die Position des Gegners berücksichtigen, um schnell entscheiden zu können, ob du nach rechts schlägst oder kurzfristig auf die linke Seite wechselst. Okay. In Ordnung. Jetzt versuchen wir es von der anderen Seite. Haben wir doch gerade. Es kommt selten vor, dass ein Kampf Mann gegen Mann stattfindet. Meist hast du es mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun. Du musst also auf alles vorbereitet sein. Und dieser Schwerthieb kann dein Leben retten. Nur wenige Gegner besitzen Stolz und Ehre. Sie würden dich eher von hinten angreifen, als dir von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Deshalb solltest du dir diese Kampftechnik ganz besonders einprägen. Können wir gern machen. Gut, dein Angriffstraining ist damit abgeschlossen. Jetzt musst du lernen, dich zu verteidigen. Wenn es darum geht, Angriffe abzuwehren, ist dein Schild von unschätzbarem Wert. Setze es zu deinem Vorteil ein. Okay, zu dem Thema, wenn wir kein Schild haben, wir können auch einfach zurückweichen, indem wir STG drücken und dann die rechte Maustaste antippen. Wenn wir letztere gedrückt halten, dann machen wir diesen hier. Deine Verteidigung ist gut. Der Unterricht ist hiermit beendet. Mach dich bereit zum Kampf und zeig mir, wie gut ich bin. Ja, gern. Hau mal drauf. Und? Wer gewinnt? Ich natürlich. Ich bin noch nicht warm geworden. Du bist jung. Bei mir dauert es ein wenig länger, in Fahrt zu kommen. Na, dann überlasse ich euch lieber wieder euch selbst. Außerdem habe ich noch eine Menge Wäsche zu waschen. Aua! Wie war das mit Stolz und Ehre? Hä, Opa? Au! Nimmt eigentlich unser Schild Schaden, wenn er da drauf deppert? Nee, ne? Schildanzeige ist links oben unter unserem Profilbild. Das grüne ist die Lebensleiste, das weiße die Magieleiste und das lila, ne? Der Schild. Oh. Besuch. Fjutsch, sagt, seid ihr immer noch eures Vaters Schoßhündchen? Ihr lernt es wohl nie. Ich hätte euch schon vor Jahren aus dem Weg räumen sollen. Glück für euch, dass ich mich wichtigeren Aufgaben widmen muss. Euer Herrscher Silver braucht ein neues Eheweib. Vielleicht fällt seine Wahl gar auf dieses liebliche Geschöpf. Andererseits, sollte mein Vater nicht interessiert sein, nehme ich sie vielleicht für mich selbst. Eher würde ich euch töten. Ruhig, Junge. Hört auf den alten Mann. Euer Weib ist von solcher Schönheit, dass es mir nur wenig Freude bereiten würde, sie verunstalten zu müssen. Bringt sie fort. Ihr Schurken. Ich liebe dich, David. Wie rührend. Weiber sind viel zu zerbrechlich. Dann müssen diejenigen, die sich an ihnen vergreifen, wahrhaftige Feiglinge sein. Warum habt ihr es so eilig zu sterben? Wachen, bleibt hier und sorgt dafür, dass sie bekommen, wonach sie sich so sehr sehnen. Ja, kommt her, ihr kleinen Feiglinge. Machen wir sie platt. Unser erster richtiger Kampf im Spiel. Wo schlägt denn der David? Was war das denn jetzt? Oh, räumen wir hier mal auf. So, den Apfel nehmen wir mit. Hallo, Apfel. Schnell, wir müssen Jennifer retten. Hinterher!
Sah aus, als liefen sie nach Süden in Richtung Hafen. Dann lass uns gehen, wir vergeuden wertvolle Zeit. Da beschwert er sich, dabei hat er einen Großvater angesprochen, ne? Dann brechen wir doch mal auf. Und da ist Fuge, die alte Kackschabracke. Aus dem Weg! Och Mann, jetzt lässt er den einfach stehen, weißt du? Es ist schon ein bisschen. Und noch ein Apfel. So, komm. Räumt den aus dem Weg! Sehr schön. Gold und. Fuge wird ein Schiff bereitstehen haben. Hm. Wenn wir uns nicht beeilen, könnten wir zu spät kommen. Hm. Okay, ein Schild. Da sind sie! Los hinterher! Schnappen wir das uns. Krieg ich den Fuge hier? Nee, krieg ich nicht. Die KI, die ist zu dämlich. Oh, nein! Jetzt hab ich ihn! Schick! Ist so eigentlich vom Spiel nicht vorgesehen. Das war eher ein Bug, dass der da hängen bleibt. Aber selbst wenn nicht, man könnte ihn nicht besiegen. Also das wäre absolut unmöglich. Kann ich mit ihm nochmal reden? Nee, kann ich nicht. Wir sind eh gleich beim Hafen. Holen wir sie uns. Wir kommen zu spät. Ja, wir sind zu spät. Aber wir werden sie zu bekommen. Da fahren sie doch hin. Bitte, sie haben unsere Tochter mitgenommen. Ihr müsst uns helfen. Wir sind alt und können euch nur wenig geben, aber... Macht euch keine Sorgen. Wir werden euch helfen, so gut wir können. Habt ihr irgendetwas gesehen oder gehört, was uns weiterhelfen könnte? Wisst ihr, wohin sie gefahren sind? Alle Frauen wurden auf die Galeone gezerrt. Fuge und einige seiner Wachen stiegen in ein kleineres Boot. Die beiden Schiffe legten in verschiedene Richtungen ab. Leider weiß ich nicht, wohin sie wollten. Es tut mir leid. Wo sind all die Dorfbewohner und die wütenden Ehemänner? Einige der Männer haben sich zusammengeschlossen. Sie nahmen ihre Waffen und gingen in Richtung Hafen davon. Wird ihr nichts passieren? Sie tun ihr doch nichts, oder? Sie ist alles, was wir haben. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn sie... Ihr wird nichts passieren, Liebes. Ihr wird nichts passieren. Komm, wir gehen nach Hause. Ich glaube, dass sich da ein kleiner Textfehler eingeschlichen hat bei der Synchronisation. Das soll nämlich nicht heißen, dass die Männer in Richtung Hafen gingen, sondern in Richtung Haven. Das ist eine andere Insel, da kommen wir auch noch hin.